So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise eigentlich wieder ein Unboxing-Unpacking-Video, denn ja, ich habe letztes Mal gesagt, eigentlich ist das unnötig, eigentlich müsste man da gar nicht mehr hin, es sind eh immer nur dieselben Karten drin und so, ich bin nicht so der große Sammelfreak im Sammelwahn, irgendwas, ich will damit auch keinen Profit machen und mir da alle Karten holen und alle Packs und die dann wieder verkaufen oder so, bin ja nicht plemplem. Wo die meisten sagen, das ist richtig schlau, musst du machen. Nein, ich war gestern also als das Video entstanden ist, ich war gestern mit der Mama das erste Mal bei McDonald's, als es die Karten gab und wir haben da was mitgenommen. Mama hatte zwei Happy Meals, ich hatte zwei Happy Meals. Wir haben euch gezeigt, was Mama genommen hat in ihrem Happy Meal, was ich genommen habe in meinem Happy Meal, wie Mama ihr Eis runtergeworfen hat, habe ich euch erzählt, wie ich dann meins gegeben habe, das Dreckige vom Boden gegessen habe, gelutscht habe, wie auch immer. Dann kommst du heim, erzählst Pupsi davon und Pupsi sagt, ach, wir haben immer die Milkshakes genommen. Ich so, was, wie Milkshake? Da gab es doch nur diesen Orangensaft, den Bio-Apfelschorle und diese Capri-Sonne. Und sie sagt, nee, du kannst doch an diesem Terminal einfach auf weitere Getränke anzeigen und dann siehst du, dass du eine viel größere Auswahl hast. Weil ich ja eh eigentlich mit Pupsi mal dahin wollte und das unsere Urlaubsplanung war, bin ich heute extra mit Pupsi nochmal hingefahren, dass wir mal einen Ausflug gemacht haben. Ende vom Lied war, Pupsi wollte eigentlich gar kein Happy Meal. Das heißt, wir haben trotzdem vier genommen und das sieht jetzt so aus. Zack, so muss das ausschauen. Ramses mit vier Happy Meals. Das heißt, ich habe nochmal vier Booster Packs bekommen. Diesmal zwei blaue und zwei grüne. Dann, damit man das mal testen kann, habe ich hier einen Erdbeermilchshake, einen Vanillemilchshake, einen Schoko-Milchshake und eine Fanta. Natürlich gab es vier Fruchtquatsch dazu. Richtig genial. Und dann, wie man das immer so macht, Hauptmahlzeit, Burger. Das sind Frühlingsrollen. Ich habe noch nie Frühlingsrollen bei McDonald's gegessen. Also zwei Burger Cheese mit zwei Salaten. Einmal Balsamico, einmal Cäsar-Dressing und dann einmal Cheeseburger und Frühlingsrollen mit jeweils einmal Pommes, also zwei Portionen Pommes, zwei Salate, hier auch einmal Ranch Dip und Currysoße. Und da sehe ich gerade, dass eigentlich was fehlt. Ich hatte doch toll bei den. Ich check gar nichts mehr. Bei den Frühlingsrollen konnte man auch extra einen Dip wählen. Und ich habe süß-saure Soße dazu genommen, weil ich finde, süß-sauer passt gut zu Frühlingsrollen. Und dann ja klar, eine Portion Pommes mit Ranch Dip, eine Portion Pommes mit Currysoße. Fällt mir jetzt erst auf, dass die süß-saure Soße fehlt. Naja, egal. Das also das, was es heute zu essen gibt bei mir. Vier Happy Meals für mich selber. Essen, trinken, alles dabei. Ich will das jetzt mal kurz hier ein bisschen wegräumen, denn ihr interessiert euch ja nicht für das Essen. Ja? Ihr könnt trotzdem mal kurz einen Schluck von der Fanta nehmen. Ich finde, egal wo ihr Cola oder Fanta oder sonst was trinkt, bei McDonald's schmeckt ihr einfach immer am besten, weil die strecken die ja irgendwie. Wenn ihr Fanta im Laden kauft, die ist einfach nur warm und süß. Die McDonald's Fanta, die ist einfach so herrlich erfrischend. Und ich verstehe nicht warum. Da ist auch, sind Eiswürfel drin. Vielleicht, weil die Fanta noch eine wässrige Note bekommt. Sie also mit Wasser sozusagen gestreckt ist. Deswegen ist sie nicht mehr so süß. Oh, der Adi, der geiert schon wieder. Der durfte eben als bei dem. Bei dem Caesar Dressing, was runtergegangen ist, durfte der schon das aufschlecken. Jetzt will er hier wieder an die Milchshakes ran. Wir stellen die Fruchtquatsches mal weg. Die legen wir jetzt beim Adi hin, dass sie im Weg stehen. Und wir tun das Essen mal weg. Habt ihr auch schon mal Frühlingsrollen bei McDonald's getestet? Schreibt es mal in die Kommentare. Das stellen wir jetzt alles hier rüber, wenn wir gleich essen. Nein, nicht den Milchshake. Lasst ihn in Ruhe wieder. Pfui. Wir werden das jetzt auf jeden Fall wieder rumdrehen. Wir werden das hier so nach unten zeigen. Wir werden jetzt mal blau und grün noch öffnen für dieses Video, dass wir am Start sind. Blau, ihr wisst, es gibt Team Blau, deswegen habe ich eine Abneigung gegen Blau. Als Gelber darf man keine blauen öffnen. Das heißt, grün habe ich als Ticket genommen beim Kando-Tag, weil das eher im Prinzip neutral war. Grün finde ich deshalb besser, also machen wir grün am Schluss auf.
fangen mit Blau an. Gucken wieder ganz kurz rein, was da alles am Start ist. Päckchen, wir haben ja wieder dieses Sticker, kennt ihr aus den ganzen anderen Folgen. Wir haben dieses Spiel, das kennt ihr auch schon. Wir haben den Pub, wo man die Sticker aufkleben kann. Legt mal alles mal zur Seite. Da ist nichts Neues drin. Dieser Aufsteller, dieser Bilderrahmen mit dem Pikachu, der war neu. Den habe ich bisher nur einmal gesehen oder einmal gehabt. So, wir ziehen uns jetzt mal hier die Karten raus mit unseren fettigen McDonald's-Händen und gucken mal, was wir hier noch drin haben. Ein Hoplo. Hoplo habe ich bisher, glaube ich, auch noch nicht gehabt, oder? Der hat doch schon wieder... Adi, nein! Adi, aus! Adi, guck! So, Hoplo habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Ist auch also eine neue Karte. Okay, dann haben wir Endivie. Endivie habe ich bisher auch nicht gezogen. Ist also auch eine neue Karte. Froxy. Haben wir das letzte Mal bekommen. So glitzernd. Froxy habe ich aber vorher noch nicht normal gehabt. Jetzt also auch normal. Und die besondere Karte ist... Boom! Phönix. Nochmal Adi erschrecken. Boom! Phönix, Adi, guck. Phönix, glitzernd. Guck dir das an. Ist das nicht genial? Blau, grün, zwei rote. Phönix, neue Ultra Deluxe, super special, nutzlose Karte gezogen. Deshalb gehen wir weiter. Gucken hier mal rein. Haben hier wieder das Pack. Haben wieder die kleinen Sticker. Haben wieder diesen Pub und haben wieder das mit den Bällen. Heißt das jetzt, bei den Blauen sind immer die kleinen Sticker drin und dieses Ballzeugs? Ich habe da bisher wirklich nie drauf geachtet. Ich glaube, ich muss mir alle vergangenen Folgen nochmal angucken, um zu schauen, ob das irgendwo einen Zusammenhang hat. Entweder ist es alles komplett random und nur Zufall, oder es ist so, dass der Pub und die kleinen Sticker immer damit drin sind bei den Blauen. Dann könnte man ja gezielt... Ja gut, man sagt ja nicht, ich will bitte ein grünes, ich will ein blaues. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall drin Hoplo. Noch nie gehabt, jetzt gleich zweimal. Hier haben wir als nächstes Feuerriegel. Feuerriegel habe ich, glaube ich, das erste Mal jetzt mit Einhämmern. Dann haben wir Gigabohr. Gigabohr braucht man nicht. Haben wir schon. Finde ich auch nicht cool. Finde ich Feuerriegel cooler. Und Special Deluxe Hoplo. Das erste Mal gezogen. Jetzt hier das zweite Mal drin gehabt und Special Deluxe Card, Bruder, ich schwör. Also es gibt immer noch was Neues. Ich war bei, nach der letzten Folge ja auf dem Stand, eigentlich braucht man da gar nicht mehr hin. Es gibt gefühlt nur 10 verschiedene Karten, die immer durchwechseln. Jetzt haben wir das Grüne und beim Grün habt ihr ein anderes Spiel. Beim Grün habt ihr hier Sticker, andere Sticker, also... Große Sticker. Ich glaube wirklich, irgendwo steht das zusammen. Nur die Karten sind random. Die Karten sind random, aber alles andere dürfte wohl irgendwo einer Linie sein, treu sein, sich da irgendwie folgen. Jetzt aber hier Flamely. Naja, wir haben Igamaro. Auch bisher, glaube ich, nur einmal gezogen. Ist okay. Wir haben Chimpep. Den habe ich jetzt bestimmt schon 100 Mal, kenne ich nicht, kennt ihr, kenne ich nicht. Und Special Deluxe Karte ist, oh, Pikachu! Adi, wo bist du? Guck. Pikachu! Adi! Ach, ich glaube, der Adi ist... Ach so, nee, andersrum. Ich habe es her... noch kein normales Pikachu gezogen und jetzt startet das hier gleich durch mit dieser Ultra Deluxe Special Pikachu Karte. Ist sie selten, ist sie nicht selten, ich weiß es nicht, schreibt es mal drunter. Ist das erste Pikachu auf jeden Fall, was ich habe. Ich sag doch, grün bringt Glück, weil es nicht blau ist. Hier habt ihr auch die selben drei großen Sticker und dasselbe Spiel. Also ich denke wirklich, das liegt an der Pappfarbe, was da für Sticker drin sind und für Accessoires. Gibt es ja, glaube ich, auch 4 verschiedene Paps. Weiß, Rot, Grün, Blau. Und wir gucken noch einmal auf die Karten, was wir da haben. Panflam, okay. Wir haben Floink, also zweimal Rot bis jetzt. Wir haben
Froxy, der löscht die zwei einfach heftig ab. Und die Special Deluxe Karte ist ein Glumanda. Und ich weiß, okay, Glumanda habe ich auf jeden Fall so noch nicht. Jetzt habe ich Glumanda, Bisasam so. Schicki habe ich aber, glaube ich, nur normal. Also, sehr feine Sache. Trotzdem kristallisiert sich heraus, unter allen Karten, die bisher da waren, gab es bisher nur einmal dieses Pikachu. Und dann auch noch so glitzern und leuchtend und irgendwas. Also, joa. Ich glaube, Pikachu ist bisher die coolste Karte. Pikachu, das, mit dem alles angefangen hat. Pikachu, was einfach jeder haben will. Lass mal jetzt einfach hier drauf. Bitteschön. Pikachu gezogen. So muss das aussehen. Guckt es euch an. Habt ihr auch ein Pikachu? Schreibt es mal rein. Das werde ich jetzt hier hinlegen. Das werden wir jetzt noch ein bisschen beobachten. Das werden wir jetzt gleich essen. Das war's also von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Das war die versprochen. Das war die letzte Folge. Unpacking, Unboxing, an sonst was. Ist auch, glaube ich, jetzt dann bald nicht mehr drin, diese Karten. Deswegen gönnt euch nochmal. Wer weiß, wenn das Video online kommt, ist sowieso nichts mehr da. Egal. Oder ich lade einfach alle drei hintereinander hoch. Peace out. Vorhaut euer Ramses.